Das ein oder andere hat nur noch erledigt. Ein letzter Kaffee und ein komischer Blick nach oben. Den Krach brauchen wir nicht mehr, aber die dunklen Wolken auch nicht. Allerletzte Etappe und das dritte Hotel und wir wollen jetzt an den Strand, müssen dazu nach Oeiras. Das ist das Gebiet von Oeiras, wo wir dann offenbar in Porto Salvo wohnen werden. Auf der Fahrt dorthin überschreiten wir jetzt mal jede Geschwindigkeitsbegrenzung. Also der Verkehr in Lissabon ist ein einziges Stop and Go. Ausweichen auf Nebenstraßen ist sinnlos und bitte deshalb nochmal, lasst das Auto weg in Lissabon. Ich werde späterhin aber genau das Gegenteil behaupten, aber nun suchen wir erstmal unser finales Hotel. Gott sei Dank raus aus der Stadt, das hat keinen Spaß gemacht. Welcome to the beach. Enough water. Nach 600 Metern im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Da sind wir angekommen. Auf dem Weg haben wir das Meer nicht gesehen und das Ding hier liegt auf einer Anhöhe, hat aber offenbar genügend eigene Parkplätze, die kostenlos sind. Dann gehen wir doch erstmal einchecken und ins Zimmer. Und direkt nebenan ist ein riesiger Lidl. Und nach unserem ersten sofortigen Einkauf von Wasser haben wir festgestellt, dass es zwischen den beiden Häusern einen Trampelpfad durch die Büsche gab, der absolut frequentiert war. Auch später von uns. Es waren noch Telefonate zu führen. Wir mussten uns um die EM kümmern. Dann mussten wir das Auto ausräumen, etc. etc. Aber morgen.